Freunde, willkommen im Nicky Maus Vlog. Ich bin an Day 2 im Grand Prix, habe mich online qualifiziert im letzten Video. Ich bin schon angekommen im Kings Casino gestern, wir haben Fußball geguckt. Ich habe die Streaming Station aufgebaut. Ich bin jetzt auch live und der Chat ist da. Und Fokus. Und in anderthalb Stunden ist schon Day 2, geht dann los. Also, ganz viel Spaß. So, Freunde, ich gehe jetzt runter zum Kings. Ich bin nämlich um Olymp, weil da ist der Upload der absolute Hammer. Kann ich immer schön streamen. Streaming Station steht ja. Finde ich mega geil, fühle mich so mega wohl. Wenn ich jetzt 10 Tage hier bin. Und ja, in einer Stunde geht schon los. Jetzt heißt es Essen vorbereiten. Vielleicht noch ein paar Aufnahmen machen und dann crushen. Es gibt 100.000 for first. Morgen ist dann Day 3. Und ja, also Day 3 kommen, Chips aufbauen, crushen, das Ding gewinnen. Mal gucken. Wir sind übrigens noch nicht ITM. Bin mal gespannt. Ich denke mal so, die Hälfte muss noch raus, aber nicht mal mehr. Das wird schon ziemlich bald sein. Also, let's go. So, Freunde, der absolute Wahnsinn. Gerade ist Break. Gleich wird Feature Table gespielt. Das wird sick. Außerdem habe ich 3,2 Millionen Chips. Average ist gerade 1,15 Millionen. Außerdem sind wir in the money, 500 Euro sicher. Gleich Page und auf 600. 110 for first. Let's go, let's crush. Auch an den Feature Table. Auf 500.000. Ich bin die ganze Zeit am Feature Table. Ich hoffe, da kommen ein paar gute Clips zustande. Ich habe inzwischen 7 Millionen Chips ungefähr. Wir haben 1200 Euro sicher. Die Clips werden jetzt sofort danach eingeblendet. Weiter geht's. Ich kann da leider nicht filmen, aber davon hoffe ich, dass aus dem Partybürger.de Stream coole Clips kommen. Also, let's crush. Ich glaube, 90 Leute noch left. Erster kriegt immer noch 110. Let's crush. Nicky Maus, Niklas Ehrenholz. Und der hat mächtig Chips vor sich stehen. Massiver Chip-Leader hier am Tisch. So, Niki 3 bettet die Nummer. Niki Maus natürlich klar vorne hier mit dem Top-Pair. So, und der coole Sack, der verwickelt sich hier in eine Nummer. Es gibt natürlich ein paar schöne Turnkarten. Einen Peak, der würde am Flush-Draw aufnehmen. Eine 6 oder eine 5, so oder so. Da nimmt er den Flush-Draw auf. Bin mal gespannt, ob er hier sich irgendwie einen Fold einreden kann. Tja, er kann es auch irgendwie nicht so ganz fassen. Feuert auf dem River dann von vorn. Und Niki kommt raus. Sehr schöner Laydown. Ui, cooler Sack vom Hijack. Opened. Und Niki Maus geht mit König 10 drüber all in. Ja, ein cooler Sack muss da auch aufgeben. Chips gehen zu Niki Maus. Und Niki Maus macht kurz einen Prozess. Oh, da gibt es einen Snap Call. Okay. Ja. Das ist ein Pot von 43 Big Blinds, 44, 45 Big Blinds, großer Pot. Das da oben ist natürlich nicht die richtige, weil Niki hat noch was über. Gut die Hälfte. Alles gut für Niki. Er muss hoffen, dass da kein Ass oder keine Dame kommt. Und alle Fans von Ortlieb, die singen dieses Ass und die Dame herbei. Und nochmal durchgerannt. So, auf dem River. 6 Outs für Ortlieb, wenn nicht schon welche raus sind. Und es blinkt und Niki macht den riesen Pot. Und schickt Ortlieb an die Rail. Nebenbei schauen wir mal, was Niki Maus hier anstellt. Ass 2 aus dem Hijack. Und der Behrens findet Tens und bringt's unter. So, ich glaube, Niki Maus wird hier den Ausgang finden. Er macht's doch. Okay. Jetzt hat's B52 natürlich nicht so leicht. Das würde mich jetzt mal interessieren, was jetzt hier so ein Felix Schneiders oder Pantau dazu sagen. Sportlicher Call. Ja, also ich finde es jetzt, vielleicht bin ich auch völlig auf dem falschen Dampfer hier. Niki spielt es halt dann in Position. Ja, okay.
halt gegen Bube Dame oder so. Und der trifft's Ass. Ja, immer drauf auf den Lauf heißt das Spielchen. So, jetzt darf nur keine 10 kommen und dann eliminiert er den Behrens. So sieht's wohl aus, jawohl. So, Freunde, kurze Pause und jetzt geht's vom Feature Table oben zurück wieder zum normalen Tisch. Ein anderer Feature Table. Let's crush. Tipps, guck mal, Vlog, Vlog. So, das ist Instagram, wir sind hier gerade live in der Pause und informieren alle. Also, lasst mir einen Follower auf Instagram da, bekommt ihr die Updates auch, wenn ich vor Ort bin. Also! Ich bin jetzt gerade auf dem Hotelzimmer, ich bin fix und fertig. Wir haben es 3 Uhr nachts, wir sind auf 24 Spieler runter. Ich habe 2600 Euro sicher. Es gibt immer noch 110.000 für den ersten, also Finest wie Tables. Ich habe 27,5 Millionen Chips. Bei 13,7 Millionen Average, also doppelten Average, der absolute Wahnsinn. Ja, hier endet der Vlog. Morgen gibt es aber direkt einen neuen. Außerdem bin ich live auf partypoker.de, also twitch.tv/partypoker.de. Ab 14.30 Uhr ist der Feature Table, da bin ich auf jeden Fall dran. Also checkt das aus. Railed wieder, die neuen Hände, die neue Action. Und ob ich die 110k bekomme, live, seid dabei. Hier sind immer alle Key-Hände, alles sonst was drin. Das Shirt, was ich heute anhab, also hier ist einmal das Patch drauf, die gibt es ja schon länger. Aber das Shirt ist neu. Das gibt es mit großem Logo, mit kleinem Logo in verschiedenen Farben. Ich mache unten einfach mal den Link rein. Also wenn ihr Bock habt auf Pokerbills-Shirts, die sind jetzt endlich auch da. Ja, checkt das aus. Und ich sage abonnieren, weil morgen gibt es den nächsten Vlog. Ich freue mich drauf. Tschö.